Guten Morgen und hallo meine Gute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Slowmancer. Wir machen weiter in diesem wunderschönen neuen Gebiet der Akademie. Sehr unglaublich schön, gefällt mir super gut diese Atmosphäre mit diesem Holz, ein bisschen Feuer, entspannt. Neue Gegner, kleine Hexen, Bibi Blocksberg. Und so weiter. Die Spinnen kennen wir ja alle. Jeder hasst Spinnen. Gut, nicht jeder. Ich kannte einen, der hatte eine als Haustier. Die hieß Arachne. Und als wir Party gemacht hatten, hat man bei dem gepennt. Beziehungsweise bei seinem Geburtstag. Hat man bei dem gepennt mit mehreren. Und dann sind wir wach geworden durch einen Schrei, der so extrem war, wie in einem Horrorfilm, wo man meinte, da wird jemand abgestochen, ganz genau. Die war abgehauen. Und dieses Schreien war ein Mädel, was damit im Zimmer gepennt hat. Wir waren da irgendwie mit 9 Leuten in seinem Zimmer, deine Eltern waren nicht da und die Spinne war weg. Super. Ist aber nichts passiert. War nur eine große Vogelspinne. War sehr schnell gefunden. War aber, wenn man so gerade wach wird, nur so semi-cool. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Ja. Das war schon. Man hat schon Sachen erlebt. Das war zu witzig. So, hier ist noch ein grünes Item mit gelber Umrandung, was wir gebrauchen können. Mana Region. Oh, Fury. Nehmen wir nicht. Fury, das sind, ich glaube, die Reaper Stats sind das, wenn ich mich richtig reingelesen habe. Die sind hier. Genau, das wäre dann hier Fury und da würden einfach 2 Skillpunkte dazukommen. Und das bleibt mir ewig in Erinnerung. Das war vom Schlimmfaktor her, war es nur so, ja, würde ich sagen, eine 5 von 10. Aber der Schrei, wie in jedem Klischee-Horrorfilm. Absolut lustig. Absolut lustig war das. Elemental Damage 2%, Evasion Retaliation, Max Life. Nehmen wir Max Life mit. Life Leech 0,26, coole Zahl. Dum-dum-dum-dum, Spinnies! Das ist mir jetzt so eingefallen, wenn ich hier die Spinnen... Klar, ich hatte schon öfter, oder schon öfter die Spinnen gesehen. Aber gerade ist ja morgens und gerade Kaffee am Süffeln mit Spinnen. Das waren einfach so viele Triggerpunkte, die diesen Gedanken vereint haben. Oh, ich hätte eigentlich da den Orb durchjagen können. Ich habe hier keine Chance durchzukommen mit dem Orb. Bong. Level up. Nächstes Stockwerk. Okay. Diät, Obi. 33% haben wir das schon durch. So. Wir sind ja Level Up hier. Zack, einmal rein. Bla 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 bla. Gutes. Gut.
Ah, das sind diese Schreidinger wieder. Na, langsam halten wir es aus. Bam! Der Orb! Der Orb. Machen wir alle auf, ne? Komm, Junge. Komm hier. So, zack. Und dann laufen wir hier im Kreis. Oh. Yes. Oh mein Gott. Ist das ein Chaos? Ich liebe es. Oh, Loot. Einfach zwischendurch noch Zeit zum Looten. Dann weiß ich einfach, der Bild ist perfekt. 300er Kill-Serie. 300er Kill-Serie ist übel. 99 Elemental Damage. Yes. Critical Strike Damage. Critical Strike Chance Piercing. Seal. Was gibt Seal? Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Seal gibt Max Mana. Ah, perfekt. Guck. Jetzt kann ich euch das zeigen. Wir haben jetzt was angezogen mit Seal. Ich kann da leider mit der Maus nicht drauf gehen, sonst geht das weg. Unlucky. Ihr seht das aber. Unter den ganzen Stats ist jetzt Seal. Mit dem Fragezeichen, wenn ich jetzt hier unten auf die Stats gehe, seht ihr? Plus 3. Hier ist auch plus 3. Cool, ne? So. Habt ihr das auch gesehen? Was ich damit meine. Oh! Oh, blauer Ring. Nam, 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 nam. Da ist was Grünes mit den Sets, die wir brauchen. Oh. Kämpfen ohne zu kämpfen. Das ist hier die Frage. Das sind ganz viele grüne Sachen mit Stats, die wir brauchen. Ah! Teleports behind you. Nothing personal, kid. Sorry. Ganz vergessen, Jojo. 103 Elemental Damage. Nice. Nehmen wir. Max Mana. Wir haben hier Elemental Damage drauf. Wir haben auch Elemental Damage drauf, aber nicht mehr so viel. Wir haben hier ein bisschen mehr Resistance und Max Life. Aber mag ich nicht. Bin eigentlich so mobil. Gut, wir wurden jetzt einmal getroffen. Das ist aber nur, weil ich halt gepennt habe. Yes! Go again! So. Mage Tower Academy. Bom, bom, bom. Oh, ich nehme die ganzen Ressourcen mit, wenn wir da schon mal dran sind. Ah! Ja, gut. Wir brauchen doch ein bisschen Max Life. Aber nicht, weil unser Bild den braucht, sondern weil mein Dumpfbackenkörper einfach eine alte Gichthülle ist. Jetzt haben wir ein Problem. Ganz genau. Ganz genau. Können wir das irgendwie rausholen wieder? Ja, ne? Bestimmt. Wir brauchen nur ein bisschen Kontrolle über das Gebiet. So. Wir müssen einfach ein bisschen entschleunigen gerade. Das ist wichtig, dass wir jetzt gerade mal ein bisschen entschleunigen. Weil wir rennen hier durch, als wenn wir Krieger oder sowas.
der so immer mit der Nase irgendwo rein möchte. Ah. So nicht. Hier ist ja gar nichts, ne? Ich hab vollkommen... Doch. Hier geht's weiter. Dadam, dadam, dadam. Aua. Wunderbar. Voll das Magier-Duell hier mit hinter den Tischen Deckung suchen und drüber schießen. Oder drüber zaubern. Ja, jetzt gerade fühle ich mich ein bisschen unsicher, weil wir kaum Life per Hit haben. Nur wie viele dieser Anti-Zauberkreise da waren. Da waren sie halt alle. Das Ding macht schon 900 Damage, das ist richtig gut. Ah, schön reingebaitet. Die haben mich rausteleportiert. Haben die einfach wieder reingebaitet. So, ich level up. Jetzt können wir nämlich einen neuen reinmachen. Op Mastery. So, was haben wir denn? Op. 7% weniger Cooldown. Okay. Ist gleich wie mein Mastery Level zu Arcana Geschosse. Aha. Random direction in front of you, bla bla bla. Gut. Nehmen wir, lassen wir, Hammer. Wir haben ja sehr lange Arcane Orb benutzt. Oder Arcane Missile benutzt. Dann können wir auch da jetzt den Vorteil rausziehen. Dass wir dann ein sehr hohes Mastery Level haben. Und das beträgt 7, weil unser Mastery Level ist 7. Aber warum? Oder wie viel Prozent das jetzt ist? Ist das 7%? Ja, ne? Kann ich das nochmal noch genau nachgucken? Bestimmt nicht. Achso, ja, doch, 7% ist 7, ja. Hm. Eben noch gelesen. Aber 7% weniger Cooldown ist nice. Jetzt können wir dem hier einfach so hinterherlaufen. Wenn uns was in den Weg läuft, machen wir es damit einfach kaputt. Oh, die Viecher sind fies. Die hier. Die sind richtig fies. Die hauen ein. Und das saugt Mana. Und als Magier findest du das halt nicht so geil, wenn deine Mana weg ist. Um das mal so in den Raum zu stellen. Stellen wir das hier rein und dann kommen die alle wieder rein, teleportiert. Genau, jetzt müssen wir nur noch den Boy hier wegkriegen. Der irgendwie nichts macht. Cool. I mean, okay. I mean. Hat einfach aufgegeben. Hat einfach keine Lust mehr gehabt. Machen wir nochmal einen Overhaul. Gucken. Elemental Damage, Max Mana, viel mehr Max Mana. Aber Mana Regeneration ist gar nicht so übel. Den Ring, den haben wir uns schon mal angeguckt. Na, richtig. Ich glaube, wenn ich jetzt hier so... Wartet. Mal eben so gucke. Ich nehme erst seit 14 Minuten auf. Sorry, ich musste leider minimieren, weil ich einfach nur einen Bildschirm habe. Ja, und um auf OBS zu gucken, muss ich halt minimieren. Das ist dieses komische Flackern, wenn ihr es gesehen habt.
oder euch gefragt habt, was das war. So. Wir können... Oh mein Gott. Aua. Hey. Nicht schubsen. Ich hab da Joghurt im Rucksack. Ich habe geplant, vielleicht bald auch wieder ein bisschen mehr WoW zu machen. Aber ich bin mir noch unsicher, ob ich auch im... Also Pre-Patch sehr... Weiß ich nicht. Ob ich im Pre-Patch das selber mache. Weil da werden eben nur Elementare umgebracht in öffentlichen Events. Ich weiß nicht, wie interessant das ist. Ich kann das ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Oder aber einfach weiter, wenn ihr WoW haben oder WoW haben wollt, dass nur weiterhin höhere M-Plus sind. Aber das kann auch was dauern. Nicht, dass im Pre-Patch man keine M-Plus laufen kann. Aber ich weiß nicht, ob er da so Builds testen und dann macht das kein Damage und dann ist das... Legendary. Können wir umschmieden, ist kein Problem. Ist eigentlich kacke. Unlucky. Ja. Jetzt haben wir ein Legendary, was schlechter ist wie unser Base-Ding. Das Einzige, was hier besser ist, ist, unser Base-Ding hat Pierce-Chance. Wir haben nichts, was nicht piercen kann. Wir haben Nasil drauf. Viel, viel mehr Mana. Ja. Critical Strike Chance. Aber das gleiche. Hier ist Projectile Speed drauf. Raw Damage. Unlucky. Armor. Und es ist einfach schlechter. Kappa. Das erste Legend, was wir gedroppt bekommen, ist einfach schlechter. Okay. Imagine. Da habe ich so viel Schaden gekriegt für dieses Leggy. Mann. Und es ist einfach so ein Kopper-Ding. Absolut schade. Machst du nix, stehst du nicht drin. Luck ist das halt. Luck Chance. Kappa. Da kriegen wir ein Legendary. Ein Legendary gedroppt und das ist einfach Schmutz. Das hätte ich aber auch fallen lassen. Ich schwöre. Ich schwöre, das hätte ich auch fallen lassen. Das ist Schmutz. Ah! Oh, mir ein bisschen leerer, Mann. Das ist ja... Nice aim, by the way, bei mir. Oh, nein! Hab ich aufgepasst. Oh, jetzt müssen wir ganz gut aufpassen. Oh, und ich bleibe auch noch fast dran stehen. Oh, hier geht's wieder zurück, ne? Ja, ihr habt recht. Ich hätte auf die Karte gucken sollen. Wie viel mehr Elemental Damage habe ich denn jetzt? Oh, das kann ich gleich gucken. Oder? Ne, das muss ich eigentlich jetzt gucken. Ja, so. Das ist... Das hier, 360 Elemente, das ist jetzt nicht so, so unwahrscheinlich viel. Aber es ist schon mal etwas, ne?
Ah, schön den Opter durchjagen und so viel mitnehmen wie möglich. Einfach in den Raum damit. Mit den Orbs. Die kommen eh irgendwo an. Oh! Gedodged. Ah, okay. Wunderbar. Westkombo 30. Junge. So. Das macht mich traurig. Dieses Leggy macht mich so traurig. Oh mein Gott. Weißt du, was ich davon halte? Nimm das. Ganz ehrlich. Für den Luck. Für, ja, wahrscheinlich einige von euch. Oh, er hat endlich ein Leggy gekriegt. Oh, und er macht es kaputt. Ja. Weil um das Ding gut zu kriegen, müsste ich so viel in den Schmied investieren. Das ist nicht normal. So. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Oh, wieder so ein großer Kreis. Je. Aua. Hm? Sammel ich jetzt. Ich sollte anfangen, die Texte zu lesen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, warum ich auf einmal Hexen als Begleiter habe. Ich hätte meine Haustiere gesagt, aber es wäre richtig antifeminin gewesen. Nicht antifeminin, wie heißt das? Ja, sexistisch. Weil die ja Hexen in der Regel weiblich sind. Und Haustiere. Oh, yes. Ich mache mein eigenes Harem auf. Endlich mein eigenes Harem. Und direkt ihn dann triggern. Alles klar. Ich versteck mich hier. Das ist mir viel zu viel da unten. Wundergut, wunderfein. Lass das doch einfach so sein. Es ist nicht umsonst so, wie es ist. Denn es wird schon seine Richtigkeit haben. Hm? Ich kenne alle. Ich sterbe hier hinter der Mann. So, neues Teleportal Gedrisse. Wie lange braucht das? Wie lange hält das? 7 Sekunden. ...75%. Auch 75%. Hm. Warte mal. Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe schon, aber irgendwie geistig nicht. Nein, das ist es nicht.
Ja. Ach, das ist. Ja, so. Arcane Breach bekommt 2% mehr Reichweite, immer wenn es mit einem Arcan-Skill 0,1 Sekunden Dauer, jedes Mal, wenn es mit einem temporalen Zauber 2% mehr Damage und jedes Mal, wenn es mit einem Obliteration-Skill. Das ist sehr viel für sehr, sehr komisches Zeug. Ich glaube, ich werde das hier voll machen. Und das hier ein bisschen. Dann habe ich nämlich ein schnelles und größeres, was noch 3 Sekunden hält und keine 7 Sekunden mehr. Aber in dem Zeitraum das Dreifache an Damage macht. Wunderbar. Das klappt gut. Das klappt besser als erwartet. Mal hier rein. Das ganze Geklapper von diesen komischen Hexen. Schau mal rein. Was macht er mich jetzt? 200 Damage. 200, 2000 Damage. Pro Tick. Wunderbar. Muss ich noch gucken, dass ich mein Mana per Hit oder sowas hochkriege. Weil man kann nämlich pro Reihe, habe ich gesehen, hier pro Reihe kann man nämlich nur eins auswählen. Das sind die Goldumrandeten, die man kaum sieht. Und dann lübt der Lachs, ne? Vielleicht ein bisschen Mana per Hit hoch. Ein bisschen Mana, ne, HP per Hit hoch. Und dann es kann auch sein, dass das jetzt so viel Damage ist, weil wir einfach 900 Begleiter dabei haben. Das kann natürlich sein. Ich glaube nicht. Aber ich sag das einfach mal so. Das sind natürlich die Begleiter, die den Damage machen. Aber jetzt ist natürlich der große Kreis perfekt. Oh ja. Oh ja. Ich weiß aber nicht, ob ich zufrieden bin mit der Duration von dem Ganzen. Inish! Inish! Legendary! Wow! 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 Hier steht einfach. Ich verstehe
verstehe gar nichts mehr. What is das? Das ist auf jeden Fall so ein Super Legendary Ding. Aber. Oh nein. Chronopuncture. Oder? Na, Chronopuncture Schmutz. Können wir den bitte rerollen? Bitte. Ich glaube nicht. So. Jetzt gehen wir auf den Legendary Effekt. Ne, es ist gar nicht. Oder? Ne, es ist Mastery. Okay. Ich würde gerne. Warte. Machen wir erstmal hier den ganzen Schmutz weg. Pass auf. So. Und dann zack, zack. Oh. So, jetzt haben wir nämlich ein anständiges Item. Jetzt können wir hier ein bisschen rumbasteln, wenn ihr da Bock drauf habt. So. Erstmal machen wir hier die Mastery weg. Denn ich würde gerne. Nova Rift. War das das, was ich meine? Oder ist es. Das ist der Schmutz. Alles klar. Kann weg. So. Arcane Breach. 2 Level auf Arcane Breach ist super lecker. Wir haben kein Gold mehr. So ist das. Unlucky. Wir haben natürlich kein Gold mehr. Da können wir auch nicht weiterarbeiten. So, wir haben aber jetzt hier 2 Level auf Arcane Breach, wie ihr seht. Drauf. Clones bekommen mehr. Arcane Missile, Arcane Orb, Arcane Atomic Pulse Collateral Breach, it creates an explosion dealing bla 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 to enemies. Das ist wunderbar. Warte mal. Das geht genau in den Bild, den wir machen wollen. Oh, das geht genau in den Bild, den wir wollen. Da haben wir unser erstes Legendary-Ding bekommen. Ah, das müssen wir natürlich direkt testen, ne? Ist das nicht mehr so groß, aber es zieht Dinger in die Nähe. Warte mal. Sollte das nicht kontinuierlich Leute heranziehen? Irre ich mich da nicht? Hier steht: Arcane Breach now pulls continuously nearby enemies towards the center. War ich mir sicher, dass das der Fall ist? Ist aber nicht. Wir haben eine neue Waffe bekommen: Storm Reaper. Stuff of the Life, Bender, Max Life. Whenever you cast a skill, you restore equal 0,9 auf Mana Cost on Life. Whenever you deal damage. Unlucky. Leider kein für mich sehr interessanter Stab. Person Nahkampfmagier, der hier mit diesem Chrono-Zeug arbeitet. Das ist bestimmt cool. Okay. Einfach gepoppt. Einfach geplatzt. Ah, na gut. Dann, I guess. Ah! Dann ist das nicht für unser Bild. Dann ist das auch nicht für unser Bild, das hier.
Schade. Wenn ich mich überfragt, equippen wir das einfach wieder. Nein, das macht keinen Sinn, dass wir das equippen. Das ist jetzt super unlucky. Breeze every time collides with another kind. Ja. Unlucky. Super unlucky. Der geht kaputt davon, wenn ich da durchschieße. Das ist das Problem. Wenn ich die Kugel. Aber ich will ja nicht, dass das Portal kaputt geht. Ich möchte ja, dass das stehen bleibt und weiterhin Leute in die Mitte ziehen. Es macht ja keinen Sinn, dass ich das kaputt machen will, was meine Mob-Kontrolle erhöht. Nur um ein bisschen mehr DPS zu machen. Das macht nämlich so an sich gar keinen. Cool mit K fangen wir also an. Gar keinen Sinn. Reaper Blacksmith. Nice. Oh, langsam finden wir Leute. Die Stadt wird wieder voll. Als wir angefangen haben, waren wir alleine da. Und dann kam nur Pedro, Pablo. Ah, der gute Mann halt, ne? Kennt jeder. Ja. Das haben wir gar nicht mehr dran, wir haben ja die drei. Wir haben das ja nicht mehr dran, ne? Wunderbar. So, Mana Regeneration und Raw Damage. Haben wir nicht gebrochen. Also, das hier. Mit dem letzten Bereich. Finde ich sehr schwer. So. Temporal Clones cannot be targeted or hit anymore. Temporal Clones force every enemy within their area to attack them. Bla bla bla. Und. Yes. Yes. Einfach mehr Elemental Damage. Prozentual auch noch, wohlgemerkt. Ich würde gerne wissen, was der Effekt macht. Hier steht nämlich nur Inni, Mini, Mini, Mo. You look like a true hero. So in Oblitelikion you go. Whatever. Ne? Kann das. Ich glaube, ich werde das mal googeln, aber das werde ich ohne euch machen. Denn. Ich verschlucke mich erstmal. Ganz genau. Sage, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was euch so durch den Kopf geht. Und lasst ein Abo da. Wartet kurz, macht die Glocke. Ich weiß, es ist nervig, aber desto öfter ich euch erinnere, desto mehr Leute machen es. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal.